Hallo Chris Roberts. Hallo, ich freue mich, dass Schlager.de an mir Interesse hat. Ja, toll. Mensch, du hast ja, bist ja schon Urgestein eigentlich des deutschen Schlagers. Sehr lange, ja. Ja. Der Graham Bunny hat gerade gesagt, weißt du, dass schon 2017 ist? Habe ich gesagt, ja, ich weiß es. Ich bin als junges Mädchen groß geworden mit Die Maschen der Mädchen. Ja. Ja. Singe ich heute auch in einer Medley. Ah, oh, wie schön. Freue ich mich. Ja, gerne. Ich werde, ich glaube, 9 Titel im Medley singen und dann noch 2 oder sowas. Super. Ja. Wir haben nur 20 Minuten hier, aber ist ja gut. Sehr schön, auf jeden Fall. Was hast du sonst noch so, was du so alles noch machst? Erzähl mal. Ja, es war das Angebot, ein Buch zu machen. In der Form, in der es dann hätte gemacht werden sollen, wollte ich es nicht, weil es mir zu sehr so ein Fanbuch war. Was nichts Negatives ist, aber ich wollte eine richtige Biografie haben und nicht jetzt so die Daten, die man sowieso weiß über 50 Jahre. Ne? Ja. Und das war das, worüber ich jetzt nachdenke, ob ich es in der Form mache, eine Biografie. Und sonst, meine Söhne machen Musik in Berlin. Da bin ich am Überlegen, ob wir nicht mal so 10 Nummern mal aufnehmen und schauen, was dabei rauskommt. Ne? Ja, dann hast du ja doch noch einige Projekte so vor, ne? Ja, immer. Ja. Man kann dem Schlager nicht entfliehen, oder? Nee, warum sollte ich auch? Ich habe in diesem Genre Erfolg gehabt und warum sollte ich jetzt plötzlich ein Rocksänger werden? Oder? Wobei die Frage ist, ob man es kann. Ja, genau. Ja. Aber du lebst einfach den Schlager, du bist einfach der Inbegriff des Schlagers, also für mich zumindest. Ja, das ist eine gute Aussage, das höre ich sehr oft. Ja? Ja, und ich bin der Meinung, es stimmt. Ja, wenn du es sehr oft hörst, würde ich davon ausgehen, dass es stimmt. Ne? Ja, schon. Ich denke, dass von den Liedern her und von der großen Menge der Lieder her, es berechtigt ist, das zu sagen. Also ich finde schon, ich glaube nicht, dass aus den 70er Jahren oder überhaupt in der folgenden Zeit auch Sänger existieren, die in einer bestimmten Phase mehr Hits hatten als ich. Ne? Also wenn ich das nachzähle, es waren glaube ich um die 25 Lieder in den Charts und das können nicht viele aufholen. Ne? Das ist wohl richtig. In der heutigen Zeit, denke ich mal, ist es sowieso schwierig. Ne? Das ist nicht mehr zu wiederholen. Nein. Nee. Das kann man wirklich nicht toppen. Nee, das hat aber auch damit zu tun, dass es die Möglichkeiten nicht mehr gibt. Ja. Nicht nur, weil die Leute es nicht schaffen oder die Produzenten oder Komponisten oder Autoren es nicht schaffen, sondern weil die Zeit, die Hebel werden nicht mehr angeboten. Ja. Um das zu machen, Hitparade zum Beispiel oder genau. Dinge dieser Art. Das ist alles ein bisschen, okay, es gibt nur ein Silbereisen, aber bei Kammer Nebel schwankt es ja schon ein bisschen. Ja, es fehlt definitiv, ne? Eine so wie früher die ZDF-Hitparade war, dass es sowas in der Art nochmal wieder im TV geben würde. So Wettbewerbe, wo halt die Künstler sich stellen können und die Leute anrufen können und voten können. Die Radiosender spielen den Schlager nicht mehr. Was hat man da noch für eine Chance? Also ich würde es keinem der jungen Leute raten, richtig jetzt nochmal als Newcomer anzufangen. Ohne diese große Unterstützung von Plattenfirmen und ohne Unterstützung überhaupt vom Fernsehen hat das gar keinen Sinn mehr. Das ist wohl richtig, ja. Ja, also ich würde es meinen Söhnen nicht empfehlen, zu singen oder auf die Bühne zu gehen. Meine Söhne arbeiten als Autoren und als Produzenten und das sehr gut und auch erfolgreich und das in jeder Stilistik. Ja. Und das finde ich richtig, dass sie das in der Form machen, aber ich würde ihnen nicht raten, als Sänger auf die Bühne zu gehen. Leider ist es heute so, dass der Markt wirklich überschwemmt ist und jeder, ja, ich finde schon, dass es zu viele Sänger irgendwo gibt. Darum gibt es auch die Chance nicht mehr, dass irgendwo einer, es gibt ja nur die paar Großen da oben, Helene Fischer, Andrea Berg. Ja, also der eine oder andere wird nachrutschen, aber sehr viele gibt es nicht, wirklich, das stimmt schon. Aber wenn es eine große Menge gibt, die das überfüllt, weiß ich nicht, weil ich beobachte es nicht. Was können wir denn heute von dir erwarten? Also mit Sicherheit. Ja, die Maschen der Mädchen hast du ja eben schon erzählt. Medley, in einem Medley, so 9 Lieder in einem Medley und dann 2 Einzelne noch. Sehr schön.
Und 20 Minuten haben wir und die werde ich ausnutzen. Sehr schön. Ich danke dir ganz herzlich. Gerne. Viel Erfolg mit Schlager.de. Ja. Weiterhin und nicht die Hoffnung aufgeben. Nein, versuchen wir auf jeden Fall, dass wir den Schlager auf jeden Fall immer wieder irgendwo promoten und arbeiten daran. Und ich denke mal, es gibt so viele Schlagerfreunde. Wenn man sieht, was hier los ist vor der Bühne, das ist der Wahnsinn. Finde ich, ja. Also ich finde, jeden, der in der Richtung arbeitet und den Mut hat, es zu machen, ist zu bewundern. Toi, 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 macht's gut. Danke dir. Ja, gerne. Ciao. Ciao. Tschüss.